Also das Hauptproblem hier in der Wohnung ist, dass mein Warmwasserboiler nicht funktioniert, schon jetzt seit fast 7 Monaten. Dass meine Fensterscheibe kaputt ist von außen. Im Moment fühle ich mich nicht so gut. Also das ist ja kein Wohnen in dem Sinne. Zum Teil kann man wirklich von unmenschlichen Wohnverhältnissen sprechen. Ich habe Wohnungen gesehen, wo von 4 bis 5 Räumen wirklich nur einer bewohnbar ist. Der jetzige Eigentümer, dem kommt es wahrscheinlich nur darauf an, möglichst viel Geld aus den Wohnungen herauszuziehen. Die oberen Wohnungen sind also zum Teil sehr stark mit Schimmel verseucht. Mal Wasser rein. Und bitte. Dankeschön. Bitte. Und bitte. Und los geht's. Und bitte! Stopp einmal! Mal reinschütten. So, ich mache hier also Folgendes, und zwar, ich muss hier mir mit dem Wasserkocher warmes Wasser machen, damit ich mich waschen kann, mir meine Haare waschen kann, auch so meine Kinder auch so sich abduschen, weil nämlich seit fast 7 Monaten der Wasserboiler kaputt ist. Ich habe das dem Vermieter schon mitgeteilt und die haben zu mir gesagt, ich müsste den selber bezahlen, was ich aber irgendwo nicht einsehe, weil ich habe ihn nicht kaputt gemacht, und von daher, ja, und seit der Zeit halt alles mit Wasserkocher. Dankeschön. Noch. Genau, jetzt schütten. So, und bitte. So. Weil die, ich habe vorher da drüben gewohnt und die Wohnung war zu groß. Ja,
falschen Ecke. Eine Sekunde noch und jetzt. Wunderbar, komm bitte einfach nochmal dran rütteln. Und Hand weg. Super. Hier bei Ihnen in der Wohnung? Also das Hauptproblem hier in der Wohnung ist halt, dass mein Warmwasserboiler nicht funktioniert, schon jetzt seit fast 7 Monaten, also sind schon 7 Monate. Ich muss also mit Wasserkocher mir warmes Wasser machen, um mich halt zu waschen, zu duschen. Das funktioniert alles mit diesem Wasserkocher. Ja, dass meine Fensterscheibe kaputt ist von außen, mit dem Ball eingeschossen worden ist von Kindern. Die sollte ich auch selber bezahlen, die Scheibe, was ich nicht gemacht habe. Und dann Hauptpunkt ist die Mieterhöhung, diese 20%. Die gehen mit der Miete hoch, aber machen in den Wohnungen an sich selber nichts. Also eine Mieterhöhung ist auf gar keinen Fall gerechtfertigt, weil halt, wie gesagt, mein Wasserboiler nicht funktioniert, meine Fensterscheibe defekt ist, die nicht gemacht worden ist. Also da ist mit dem Ball reingeschossen worden. Und ich bin nicht die einzige Mieterin hier in dem Haus, es sind noch mehrere, wo auch Wasserschäden, Wasser durch die Decke kommt, Schimmel an den Wänden und etc. Also in dem Sinne würde ich sagen, ist das überhaupt nicht gerechtfertigt. Also im Moment fühle ich mich nicht so gut, weil halt diese ganzen Mängel da sind. Ne? Also das ist ja kein Wohnen in dem Sinne. Ja. Ja, also was ich hier ganz furchtbar finde, ist, man kann nur einmal in der Woche von 15 bis 18 Uhr zum Mietbüro und ja, ich bin wie gesagt schon öfters dort gewesen, habe auch die Mängel gesagt, aber bis jetzt hat sich noch keiner drum gekümmert und also das finde ich unmöglich, ne? Und dann gehen die mit den Mieten so hoch, also das kann nicht irgendwo nicht sein, ne? Das muss ja auch gerechtfertigt sein jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt diese ganzen Schäden und so weiter nicht wäre, dann wäre das ja noch eine Sache, aber nicht unter diesen Voraussetzungen, nein. Den Vermieter persönlich, den bekommt man nicht, weil, so wie ich weiß, sitzt er in München. Der ist also nicht hier in Köln, der sitzt also in München. Und das Einzige, mit dem man hier Kontakt aufnehmen kann, sind halt jetzt so, sprich wie Hausmeister oder die das also alles hier unter der Hand haben.
Also ich fühle mich auch in dem Punkt alleingelassen, weil halt, ja, weil das nicht gerechtfertigt ist und ist auch kein schönes Wohnen hier. Also früher war es schöner, vor 30 Jahren, muss ich sagen.